Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4 mit mir, dem Pete. Vielen Dank fürs Einschalten und frohe Weihnachten, meine Lieben. Heute am 24. Wobei, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eine der Folgen, die die wenigsten wirklich zum Zeitpunkt des Releases schauen. 18.30 Uhr am 24. Dezember 2014. Ich denke mal, der eine oder andere wird da was Besseres vorhaben, als Far Cry 4 zu schauen, was ich euch definitiv auch nicht übel nehmen würde. Ich persönlich sitze wahrscheinlich gerade am Tisch mit meinen Eltern und meiner Schwester und meiner Oma und wir verspeisen Fennekes, nennen wir das. Fennekes ist sowas ähnliches wie Raclette, nur irgendwie holländisch. Und du hast nicht... Man muss sich das so vorstellen, es gibt so ein... Ja, Moment, ich versuche jetzt hier gerade mal das Ding hier abzumachen. Was mir absolut nicht gelingt. Okay, dann muss ich es abfackeln. So, whatever. Es gibt... man hat so mehrere kleine Flammen. So ähnlich wie bei... Ne, bei Raclette ist das anders, ne? Man hat so ganz kleine Trichter, in denen man so eine Paste macht. Wenn man die anzündet, dann brennt die relativ lange. Und darüber setzt man kleine Pfannen. Und das essen wir immer zu Weihnachten. Das ist zu Heiligabend. Das ist schon Tradition bei uns. Und das ist immer sehr, sehr geil. Warte mal. Bring dein wahres Ich zum Vorschein und besorge das Fell des seltenen Geisterbären für Mr. Chiffons Designermode. Mr. Chiffon? Ich habe dein Design für das Bärenfell. Oh, das wird dein wahres Ich zum Vorschein bringen, Ajay. Es ist grob und etwas einfältig, aber es ist ein Geschöpf aus den Bergen, voll grimmiger Grimmigkeit. Danke. Ich glaube, ich habe mich selbst noch nie in einem Bären gesehen. Das tut man nie. Manchmal passiert es einfach. Die Gesperrte. Du findest deine Beute in einer Höhle bei einer alten Hütte. Sei grimmig und gute Jagd. Ich bin grimmig. Finde ich aber nicht nett, dass du mich einfältig nennst, wobei das passt irgendwie schon so ein bisschen. Na, auf jeden Fall, wenn du dann diese kleinen Pfannen hast, dann kaufen wir da meistens so Raclette-Fleisch zu, das heißt so Rindfleisch, Hühnchen. Hat der gerade gelacht, weil ich seinem Kollegen einen Headshot gegeben habe, oder was? Rindfleisch, Hühnchen und Schweinefleisch in so kleinen Häppchen. Und dazu dann halt ganz viele klein geschnittene Zwiebeln und Knoblauch und Käse zum Überbacken, mehr oder weniger, was natürlich etwas schwieriger ist, wenn du nicht wirklich Hitze von oben hast, sondern nur Hitze von unten, aber das geht trotzdem. Und dazu natürlich auch noch Gewürze und alles, Paprika und was weiß ich nicht alles. Eigentlich das, was man normalerweise bei Raclette auch hat. Was man halt nicht machen kann, ist sowas wie Pizza oder so. Bei so klassischem Raclette gibt es das ja auch. Wow, die Vögel sind hier alle ein bisschen crazy. Und da kommen direkt die nächsten Wichser. Hier hat man aber auch wirklich keine Ruhe bei Far Cry 4. Da habe ich sogar letztens einen Reddit-Thread drüber gelesen. Es gibt ja verschiedene Subreddits, habe ich schon mal von erzählt. Und ein Subreddit ist beispielsweise R-Games. Und da werden mehr so ernsthafte Diskussionen über Spiele geführt. Und ein Thread war da letztens... Können wir uns mal bitte darüber unterhalten, wie nervig die Open World von Far Cry 4 ist? Hat sich jemand extrem darüber aufgeregt, dass man quasi von dem Spiel durchgehend dazu wirklich angehalten wird, irgendwas zu machen. Wie beispielsweise, du hast einen neuen Außenposten und jetzt mal, wenn du dich zu diesem Außenposten teleportierst, sitzt da halt irgendjemand, der dir so lange auf den Sack geht, bis du die Nebenmission machst. So. Du musst mich retten, meine Familie, bla bla bla. Halt so in diese Richtung, weißt du? Persönlich finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe kein großes Problem damit, so jemanden einfach eiskalt zu ignorieren. Jetzt muss ich den auch noch mit so einer Schrotze killen. Ich mag das nicht, wenn mir irgendeine Waffe vorgehalten wird. Vor allen Dingen irgendeine Billo-Waffe, wenn das jetzt irgendeine Special Weapon wäre. Ah, was nehmen wir denn? Okay, ich werde meine Schredder jetzt ausnahmsweise dafür aufgeben. Oh, der Geisterbär ist in die Richtung. Aber ich habe ja noch eine grüne Pflanze gesehen, die ich gern hätte. Auf jeden Fall sind sich die Leute da wohl recht uneinig. Also manche Leute finden die Open World von Far Cry 4 sehr, sehr nervig. Beziehungsweise inwiefern die halt so die Aufgaben, die man erledigen kann, optional, wie die präsentiert werden. Warte mal. Da war schon ein Bär. Aber das ist nicht der Bär. Ach, hätte ich mal meine Schredder behalten, dann könnte ich den jetzt locker schnell wegmachen. Okay, das ist übertrieben. Das ist auch übertrieben. Ja, habe ich halt falschen Waffentyp ausgerüstet. Ist ja nicht so, als wenn das der richtige Bär wäre.
Ich persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Ich muss zugeben, tatsächlich, das eine oder andere, also manchmal ist es halt ein bisschen extrem so, wenn man einfach nur so ein bisschen durch Open World spazieren will oder Tiere farmen will oder sowas. Ein bisschen jagen will. Und wirklich durchgehend irgendwelche... Oh mein Gott! Habe ich mich erschrocken. Durchgehend irgendwelche Gegner erscheinen. Oder sowas. Oder halt Adler. Adler sind halt... Da wurde sich extrem drüber aufgeregt, dass das die verrücktesten Gegnertiere aller Zeiten sind. Dass das halt so wirklich so gar keinen Sinn macht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Adler durchaus witzig. Klar, erschreckt man sich da hier und da und die... Das ist aber so richtig mega schlimm nervig, fand ich dir jetzt nicht. Von daher passt das schon. Ich mag die Open World Welt von Far Cry 4. Ich habe damit kein großes Problem. Ja, Peter. Oh Gott. Ah! Nicht gut, ich häng fest. Ich hätte vielleicht einfach mal eine Jagdspritze benutzen sollen, ne? Holy shit, war das knapp. Und. Da ist es. Da ist es. Mal gucken, was wir jetzt aufrüsten können. Ich lasse mich von sowas immer gerne überraschen. Ich habe nämlich keinen Überblick. Die Beutetasche. Trage bis zu 150 Gegenstände mit dir. Das ist sehr, sehr gut. Oh mein Gott, es fehlt uns 1, 2, 3 Sachen fehlen uns nur noch. Hammer. Gleichzeitig auch ein bisschen traurig. Man merkt halt, dass man viel schon erreicht hat. Und weiß, dass man so ganz langsam aber sicher gegen Endgame geht. Aber ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Das passt also schon. Ich frage mich, was unsere Eltern uns wieder schönes kleines schenken. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir eigentlich wichteln. Aber die Kinder immer irgendeine Kleinigkeit für die Eltern schenken und die Eltern immer eine Kleinigkeit für die Schinken. Für die Schinken? What the fuck? Für die Kinder wollte ich sagen, ja. Für die Schinken. Ich hoffe, ich habe dich erwischt, oder? Ja, hässliche Schlange. Und das wird dieses Jahr mit Sicherheit auch wieder so sein. Und meine kleine Schwester und ich, wir schenken unseren Eltern einen Tag in Köln. Wahrscheinlich mit Kabarett irgendwo. Ja. Und dann Essen in unserem Lieblingssteakhouse. Das wird, glaube ich, ganz nett. So, wir könnten jetzt eine Aufgabe für Herc machen. Herc macht in der Regel immer ganz geilen Scheiß. Was mich jetzt gerade nur, wie gesagt, ärgert, ist, dass wir die Schredder nicht haben. Das heißt, ich werde mich jetzt erst wieder zurück teleportieren müssen, weil die Schredder wird sowieso gedespawnt sein, da wo ich sie abgelegt habe. Das heißt, ich kann mir dann wieder die Schredder ausrüsten, kann dann zu Herc gehen. Na, da. Oh, ich habe eine neue Waffe freigeschaltet, eine MP5. Ist sie denn? Ach ja, klar, unsere Schredder ist natürlich bei Einzigartiges. Und da haben wir sie auch schon wieder. Wobei, ganz kurz noch Munition nachfüllen. Ja, nee, müssen wir nicht. Alles ist cool. Ich wollte eigentlich auch mal wieder eine Mission für Sabal machen, um die Hauptstory voranzutreiben, aber da Herc jetzt hier gerade wirklich krass in der Nähe ist und die letzte Mission für Herc mega cool war mit dem Elefanten und so, habe ich jetzt kein Problem damit, einfach zu sagen, scheiß drauf, wir machen erst Herc. Auch, wie gesagt, für die wahrscheinlich interessant, die das DLC nicht haben. Oh Mann, ey, morgen ist schon der 25. und der 26. und in ein paar Tagen ist schon 2015. Ich musste gerade kurz stocken, ich musste gerade drüber nachdenken, welches Jahr überhaupt? Dann werde ich schon 26. Oder so. Die Fähigkeit Fahrzeug-Takedown wird für die nächste Mission dringend empfohlen. Das ist aber nett, dass uns das gesagt wird. Das Gute ist, die haben wir auf jeden Fall irgendwo. Da, ja, haben wir. Aber wobei, wenn ich das gerade sehe, wir haben noch 2 Punkte. Können wir Fokusspritzen Level 2 erlernen. Machen wir wenigstens irgendwas Sinnvolles. So, Herc. Ich hab die letzte Statue gesucht.
Du wurdest wieder geschnappt, oder? Ja, irgendwie. Also, weißt du, ich schleich mich so in den Truck, um die Statue zu finden, aber Bongo 2 legt den Sprengsatz zu früh. Jetzt sitze ich hier fest und der Truck fährt. Ich kann nicht abspringen, weil ich immer noch in den Kisten nach der Statue suche. Und wenn der Fahrer den Truck anhält, boom, Michael Bay-Spektakel. Klingt wie die Handlung eines... Alter, sei ein Mann Keanu. Du kannst fliegen, oder? Ich weiß, Speed, wo Junge. Ein krasser Mini-Heli steht. Hol mir den Heli. Oh, scheiße. Da muss ich aber ganz... Also, einerseits, die haben gerade auf Speed angespielt, weil Speed ist ein Actionfilm, der mittlerweile schon was älter ist. Oh mein Gott, ja, ich bin ganz lieb. Wo jemand einen Bus fährt, der nicht anhalten darf, weil sonst eine Bombe explodiert. Das ist Speed. Und da spielt Keanu Reeves die Hauptrolle. Deswegen meinte er gerade, sei mein Keanu! Und dann gab es noch irgendeine Anspielung. Ach ja, genau. Humir the Chopper. Weißt du, das war das. Das ist eine Anspielung auf. Ich glaube, es ist. Predator? Der erste Predator-Film oder so? Auf jeden Fall irgendein 80er-Jahre Arnold Schwarzenegger-Streifen. Und damals, als Arnold Schwarzenegger am Anfang seiner Filmkarriere stand und nicht so einen Quatsch gemacht hat wie Terminator Genesis, der neue Terminator, wo der Trailer ganz furchtbar von aussieht, hat er in Hollywood-Streifen mitgespielt, ohne wirklich viel Englisch zu können. Und hat dann immer mit einem sehr, 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 sehr krassen österreichischen... Ne, so spricht man nicht Österreich. Ich weiß nicht, wie ich das immer sage. Österreichischen Akzent gesprochen. Und hat deswegen immer total wenig Sprechrollen bekommen. Beziehungsweise hat... Oh mein Gott. Hat in seiner... In seinem Job... Oh mein Gott. In seinem Job als... Hauptdarsteller kaum Sprechrollen bekommen. Weil, wie gesagt, der redete halt immer so komisch. Aber wenn er dann was gesagt hat... Dann war es meistens Comedy-Gold, sozusagen, weil es halt einfach so behindert klingt. Und einer dieser absoluten Kultsprüche ist Get to the Chopper. Und ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen ist, was er im Deutschen sagt. Ich hab den Heli, Herc. Ich komme und hol dich. Alter, du bist der Hammer in Großbuchstaben. Ich suche immer noch die Statue, aber denk bitte dran, Mann. Der Truck darf nicht anhalten. Da ist der Truck, okay, was soll ich tun? Ich seh dich, Herc. Holy shit, wie soll ich denn das machen? Oh mein Gott. Holy shit! Mega nice. Herc, alles okay? Alter, wie hast du es geschafft, dass dir der Heli nicht den Kopf absäbelt? Hast du die Statue? Noch nicht, Bro, fahr weiter. Halte die Mindestgeschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung, was die Mindestgeschwindigkeit ist. Ich fahre einfach. Was ist denn die Mindestgeschwindigkeit? Okay, ist doch egal. Wo ist Herc vor allen Dingen? Oh mein Gott, ich sollte auf die Straße auch ein bisschen gucken. Der sitzt nicht neben mir. Ist der hinten drin? Oh mein Gott. Mein Truck hat Ladung verloren. Alter, das Spiel kenne ich. Holy shit. Sorry. okay, das war der richtige Weg. Oh, ich habe gerade kurz Schiss gehabt. Okay, 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 okay. Fuck! Hilfe! Oh Gott! Okay, Hilfe! Das ist ein bisschen stressig. Ich drücke einfach die ganze Zeit weh. Ich fahre nicht die Mindestgeschwindigkeit. Ich fahre bei dem Truck wahrscheinlich gerade die höchste Geschwindigkeit. Dann müssen wir einfach mal beten, dass das funktioniert. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade eine Einfahrt verpasst. Oder? Nee, alles cool. Boah, ich dachte gerade, ich hätte... Oh mein Gott. Ja, die sehe ich. Oh. Oh. Oh nein! Nein! Oh mein Gott. Wer baut denn da so komische Betondinger hin? Moment, hier fahre ich falsch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ne, da gerade konnte ich ja nicht geradeaus. Ich kann gar nicht falsch fahren. Ist alles richtig. Was für eine Adrenalin gelandet. Oh, Jax geht weg. Nein! Zu viele Jax! Nein! Das tut mir sehr leid, Jax. Ja, ich halte die Mindestgeschwindigkeit. Alles ist cool, alles ist cool. Ich frage mich, wie wir aus dem Ding rauskommen, ohne dass wir explodieren. Oh, 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 oh!
Ich glaube, ich bin nicht den richtigen Weg gefahren. Nein! 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 Hilfe! Oh mein Gott! Oh shit, wo hätte ich denn da hinfahren müssen? Ich hab das mega übersehen, wo ich da hätte hinfahren müssen. Ja, schneller, ja, ja, ja. Okay, ist aber freundlich, dass es hier offenbar... Gab's hier einen Checkpoint? Ich glaube schon. Ja genau, das war die Stelle, wo ich mir nicht sicher war, ob ich richtig gefahren bin. Also alles ist gut. Ich frage, ob die Jacks gleich wieder auf der Brücke sind. Okay. Hier sind in der Tat wieder die Jacks. Tschüss, Jacks! Oh Gott, oh mein Gott, ich überfand wirklich alle. Ich werde nie wieder Milch trinken. Diesmal gibt es immer einen blöden Spruch vom Mr. Hurk. Ja, toll, jetzt muss ich auch noch die Kuhgötter besänftigen. Ja, musst du auch. Ah, hier muss ich rum, verstehe. Oh mein Gott, ein Flammentyp. Oh Gott, ein Elefant! Oh Gott. Nee, ich bin easy. Ich fahr keine Elefanten an, alles ist cool. Schaff cool. Okay. Solange hier keiner RPGs hat, bin ich happy. Was ist unser Ziel, Hörg? Was ist unser Ziel? Haben wir ein Ziel, außer einfach nur durch die Gegend zu fahren und nicht zu sterben? I don't like this. Holy shit. Okay, Hörg ist vorher schon abgesprungen. Alter Rino! Ich hab die dritte Statue, Mann! Dieser Affengott, jetzt muss er uns aber vergeben. Du musst uns jetzt echt mal vergeben, Affengott! Uns? Ja, uns, Mann. Ted Bros sind einer für alle. Warum nennst du mich immer so? Die Tinte verbindet uns. Mann, ich habe keine Tattoos. Daneben das Blut, Mann. Ich habe Tattoos für mich und Jason, für mich und Jake. Und hinten habe ich noch Platz für mich und AJ, Mann. Dreimal J, dreifache Gefahr. Booyah! Mein Name fängt mit A an. Details, Mann, Details, Details. Okay, hey, ich ernenne dich zum besten Tag Bro, den ein Tag Bro haben kann. Ich muss los. Ich muss los und ein ehrenhaftes Leben mit meinen Affenkompadres führen. Affenmensch. Okay. Werde ich machen. Danke. Bei AJ ist aber auch so eine kleine Meckertante, oder? Mein Name fängt mit A an, Mama. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hörg ist voll cool. Ich glaube, das war die letzte Mission mit Hörg, was echt schade ist. Hörgs Mission... Alter! Was zum Teufel? Der lebt noch? Holy shit. Und dich auch noch. So, das hätten wir geschafft, hoffe ich. Ich habe tatsächlich, witzigerweise, gerade erst gecheckt. Hey, ich muss dir was sagen. Warum Hörg unbedingt die Affenstatuen brauchte. Weil er die Affen alle explodiert hat und lassen. Danke. Das ergibt jetzt alles auf einmal voll viel Sinn. Oh, Gegner oder Freund? Freund. Nicht mich umfahren. Nicht schon wieder. Wir haben schon wieder über 1 Million Rupien. Wir sind wieder richtig reich. Wir können Paganmin einfach kaufen. Aber wobei... Ich hab das komplette Zitat vergessen, aber ich weiß noch ungefähr, worum es ging. Also, es gibt ja diese Serie House of Cards mit Kevin Spacey, der einen hochrangigen amerikanischen Politiker spielt und da versucht, auf Biegen und Brechen weiter die Karriereleiter emporzusteigen. Und das macht er durchaus, ohne da jetzt groß spoilern zu wollen. Er ist halt dabei ein richtiges Arschloch. Aber so ein Arschloch, wo man denkt, boah, bist du ein Arschloch? So richtig Arschloch, so. Oh Gott. Und einer seiner Aussagen ist, manche Leute verwechseln Geld mit Macht. Denn Geld ist nicht unbedingt Macht, Macht ist Macht.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Wenn ich so darüber nachdenke, dass die hochrangigen Politiker, nicht nur in Amerika, auch hier in Deutschland, so stark durch Lobbyisten beeinflusst werden, die natürlich nur existieren, weil irgendwelche großen Wirtschaftsunternehmen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Politiker zu beeinflussen. Das heißt, im Endeffekt kann man schon mit Geld Macht kaufen. Und damit ist Geld ja auch quasi wieder Macht, oder? Zumindest wenn die Politiker darauf anspringen. Traurigerweise ist das allerdings meistens der Fall, von daher. Das ist ja eigentlich eines der... Also diese Lobbyismus-Scheiße ist ja tatsächlich eines der schlimmsten... oder eines der größten Probleme. Holy shit. Unseres Umfeldes so. Weil man... Ich frage mich, wie viele Entscheidungen und gar nicht mal so unwichtige Entscheidungen von Politikern nicht aufgrund ihres moralischen Kompasses entschieden werden, sondern weil Lobbyisten halt die dazu geraten haben, in eine Richtung sich zu entscheiden. Normalerweise sind Lobbyisten ja gar nicht so die dümmste Sache der Welt. Ich suche gerade die Maske. Deren Ursprungsfunktion, und deswegen sind die ja auch noch erlaubt, ist halt, Politiker über Sachverhalte zu informieren, von denen die Politiker nicht so viel wissen. Weil, da, so ehrlich muss man sein, Mensch kann nicht alles wissen. Und wenn jetzt beispielsweise jemand aus der, wenn es um irgendwelche Rechtssituationen, Problematiken in der Automobilindustrie geht, da kommen halt Vertreter der Automobilindustrie und versuchen die Problematiken zu erklären. Wie beispielsweise, was für Schwierigkeiten hat ein großes Unternehmen wie BMW, wenn man bestimmt die CO2-Auszahlungen Dingens dürfen nicht mehr das und das überschreiten. Was hat das für einen Einfluss auf die Produktion und die Wirtschaftlichkeit? Wo ist zum Teufel ist die Maske? Wollt ihr mich verarschen? Ach, da! Das Problem ist halt, dass Lobbyisten es sehr gut schaffen, Firmen zu beeinflussen, was eine schlechte Sache ist. Politiker zu beeinflussen, damit die Entscheidungen halt bestimmten Firmen entgegenkommen, sag ich jetzt mal. So, schauen wir noch mal hier kurz rein. Ich bin daheim. Yalung gibt uns alles, was wir brauchen. Yalung versorgt uns. Bei Zeiten wird er mir alles geben. Die Ziege. Die Ziege betet also Yalung an. Moment, die einzigartige Waffe Trooper ist jetzt an Handelsposten verfügbar. Bestimmt, weil wir gerade das Ding gesammelt haben, ne? Würde ich doch jetzt mal meinen. Wo ist eigentlich die Sabal-Mission? Ach, da hinten, die ist ein ganzes Stück weit weg, hä? Ha. Können wir ja hier noch vorbeischauen. Wie führt er mich denn? Das ergibt irgendwie wenig Sinn. Oder ist das auf der linken... Ich will ja hier hin. Nehmen wir doch mal das Auto. Auf jeden Fall, ja. Das ist halt so die Frage. Da kann man wahrscheinlich auch wieder ewig diskutieren. Politische Macht, wie groß ist sie wirklich? Ich meine, natürlich hat man als jemand, der in diesen politischen Posten ist, wie jetzt beispielsweise Kevin Spacey, der sagt, Geld ist nicht so wichtig wie Macht, der hat natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn irgendwelche Lobbyisten ihn beeinflussen wollen, nein, mache ich nicht. Können die ihm noch so viel Geld anbieten, wenn er sagt nein, dann sagt er halt nein. Ist da? Und ich habe hier gerade Probleme durchzukommen, deswegen gehe ich lieber zu Fuß. Insofern hat er so schon recht, dass Macht, das Geld halt Macht theoretisch kaufen kann, aber da müssen beide Seiten mitspielen. Töte die Wache und rette die Geisel. Okay. Hier ist ja Water. Da komme ich gar nicht hoch. Dann muss ich es von der anderen Seite ausprobieren. Uiuiui. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Na, gib mir dein Stuff. Und du? Soll ich dich mal befreien? Was meinst du? Was sagst du? Möchtest du? Vielen Dank. Na gut, er sagt nichts. Das war knapp. Gern geschehen, Bro. No problemo. Haben wir die Glocke auch gesehen? Haben wir die irgendwie... War das eines dieser Fragezeichen? Ich weiß es gar nicht. Mani Mühle gefunden, 13 von 40. Nur obwohl ich das hier immer nur so ein bisschen nebenbei mache und da nicht mein Hauptaugenmerk drauf setze, schaffen wir es schon ganz gut, hier und da mal solche Sachen mitzunehmen.
dann will ich definitiv noch diese Maske. Und dann werden wir diese Ausgabe am Heiligen Abend mal beenden. Hier will ich auch eigentlich gar nicht so krass überziehen. Denn wie gesagt, einige von euch haben mit Sicherheit Besseres zu tun. Wobei eventuell auch nicht. Also ich habe das, wie erkläre ich das am besten? Aber die Weihnachtszeit ist halt für viele auch dadurch, dass keine Schule ist und dadurch, dass nicht so viel los ist im Endeffekt, ist für viele halt auch so eine Zeit, wo viel gechillt wird, so. Wo man gerade dann eventuell viele Videos guckt oder so, keine Ahnung. Bitte nicht, schon wieder! Oh, nein, bleib hier, ich muss Sachen kaufen! Bleib hier! Komm schon! Jawohl, ich muss nämlich Munition kaufen. Und ich will, glaube ich, die Trooper ausprobieren. Wo ist sie denn? Da! Mal gucken, wie gut die ist. Kaufen. Jawohl. Ein einzig... Oh, da oben stand gerade eine Erklärung. Ein einzigartiges MS-16. Ach, das ist blöd. Ich will nicht auf meine Sniper... Ja, wobei, komm, scheiß drauf. Hat ja auch einen Schalldämpfer. Verzichten wir auf die Sniper. Ich weiß, dass die mega gut ist, aber... Nee, oder? Ja, komm, scheiß drauf. Okay, ich dachte, die macht mehr Damage. Holy shit! Hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Hilfe! Die großen Tiere haben sich zusammengetan. Okay, die Waffe ist, glaube ich, ganz schön scheiße, hätte ich gesagt. Oh Gott, Mama! Wenn man mal ganz ehrlich ist, habe ich nämlich mit meiner Sniper wie viele Schüsse gebraucht? Einen für so einen Bären. Entschuldige mal. Ich habe mich vertan. Ich habe mich sehr krass vertan. Ich meine, habe ich sie mal ausprobiert. Sniper ist definitiv besser. Wenn man mal ganz kurz schaut. Yep. Tot. Jetzt frage ich mich, wie viele Schüsse brauche ich für einen Rhino? Eins. Eins! Holy shit, die Sniper ist der absolute Oberhammer. Die werde ich nie wieder aus der Hand geben. Ein Schuss für ein verkacktes Rhino. Das ist schon nicht verkehrt. Okay, das zieht sich jetzt gerade doch ein bisschen. Wir machen hier an dieser Stelle eine Pause. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und wer Zeit hat, kann morgen ja reinschauen, wenn es weitergeht mit Let's Play Far Cry 4. Bis dahin, haut rein.